Ich bin Medini Lucia und war eine Artistin im Zirkus. Für mich ist der Zirkus die größte Freude, die es gibt. Als Kind bin ich immer mit meinen Tanten in den Zirkus gegangen und es hat mir sehr gefallen. Ich habe dann angefangen, dort zu trainieren und Sprünge am Boden zu machen. Ich habe bei einem guten Trainer Flickflacks gelernt, das Voltigieren und Bodenakrobatik gemacht. Ich habe gelernt zu jonglieren, was ich vorher nicht konnte. Ich konnte nur Akrobatik. Mein Papa war vom Zirkus, meine Mama aber nicht. Also wollte meine Mutter nicht, dass ich zum Zirkus gehe, mein Vater aber schon. Es hat mir sehr gefallen und dann wollte ich nicht mehr nach Hause zurück. Meine Mama kam mich dann immer wieder besuchen und sagte, wenn du zu Hause geblieben wärst, wäre es besser gewesen. Bevor meine Kinder zur Welt kamen, sind wir gegen 9 Uhr auf die Manege zum Trainieren gegangen. Wir konnten erst um 8 Uhr aufstehen, weil die Vorstellungen am Abend etwas länger gingen. Mit meinem Schwiegervater Alfredo, meinem Mann Rodolfo, meiner Schwägerin Giuliana, meinem Schwager Luigi und seiner Frau Virginia und mir hatten wir eine schöne Nummer zu 6. Wir waren die Medifreds. Wir haben zusammen über Kreuz jongliert und Akrobatik gemacht und sind viel um die Welt gereist. Als wir im Theater in Liverpool neue Tricks trainierten, hatten die Beatles gleichzeitig ihre Proben. Sie waren jünger als wir und am Abend kamen sie bei unserem Auftritt zuschauen. Jetzt sind wir aber mittlerweile alt geworden und haben schöne Erinnerungen. Und nach all diesen Erlebnissen sind meine Söhne zur Welt gekommen. Und ich habe schnell meinen Cousin Rodolfo Medini in Vicenza geheiratet. Aufgrund des Familienverhältnisses gab es zwar keine richtigen Probleme, wir mussten aber den Papst fragen, ob wir heiraten dürfen. Und er hat uns dann eine Genehmigung geschickt, da er der Meinung war, dass wir das sowieso tun würden, auch ohne Zustimmung. Das ist unser Leben. Wir sind viel um die Welt gereist. Es wird gesagt, dass es besser wäre, nicht von der Vergangenheit zu reden, aber für uns ist die Vergangenheit alles. Das sind wir vor einem großen Plakat von uns beim Zirkus Schumann in Kopenhagen. Die 4 Geschwister unter den Medifreds. Da sahen wir aber gut aus. Das ist eine Fotomontage. Nein, eigentlich ist es eine Zeichnung, die mein Papa für unsere Vermarktung gemacht hat. Später wurde die Zeichnung dann digitalisiert, aber das Original ist von meinem Papa. Hier bin ich, Medini Rodolfo. Wie alt war ich da wohl? Das ist Berlin, siehst du? Da stand noch die Berliner Mauer. Auf diesem Bild sind unsere Söhne Roberto und Enrico Medini. Das war auch eine schöne Zeit beim Zirkus Krone. Weil diese Keulen beim Jonglieren aus der Hand rutschen, nehme ich so einen Holzschleifer und schleife die Griffe. Das muss man immer mal wieder machen, weil dort Farbe drauf ist und sie lange Zeit nicht benutzt worden sind. Dadurch sind die Griffe zu rutschig und das ist für Jonglieren nicht gut. Mal schauen, ob es jetzt besser klappt. Das sind die 3 Keulen hier, mit denen wir viel gearbeitet haben und gereist sind. Und dann, nach dem Zirkus, sind wir mit
Und nach dem Zirkus sind wir zu Moira Orfei gegangen. Und dort habe ich hinter der Kasse gearbeitet und die Tickets verkauft. Dann habe ich hinter der Bar gearbeitet. Man hat sich immer etwas zu beschäftigen gesucht. Wir haben ein sehr schönes Leben geführt. Mein Körper hat Konsequenzen von dem aktiven Artistenleben gezogen, relativ große Konsequenzen. Bei meinem einen Knie habe ich eine Prothese einoperiert bekommen. Mit dem Bein kann ich gut laufen. Mit dem anderen, das ich nicht operiert habe, laufe ich sehr schlecht und ich brauche einen Gehstock oder werde im Rollstuhl gefahren. Ich finde es traurig, dass ich nicht mehr in den Zirkus kann. Aber mein Mann und meine Söhne bringen den Zirkus manchmal zu mir. Fermo, Berto, fermo, Berto, fermo. No, così, dai, vai, vai. Meine Kinder sind gute Artisten, weil sie bei Moira Orfei das Eislaufen lernen durften und dort dann als Artisten auf dem Eis auftreten konnten. Noch heute sind sie jung und können ihr Wissen weitergeben. Ich bin jetzt in San Donà di Piave in einem Apartment und bin glücklich, dass ich noch für meine Familie das Essen machen kann und dass mein Mann mir bei der Hausarbeit hilft. Schade finde ich, dass ich nicht mehr jonglieren kann, aber so ist es. Ich habe mir das Knie kaputt gemacht. In Chiesa. In der Kirche tragen von 20 Frauen 10 einen Pelzmantel. Der Pelz kommt vom Tier, das geht nicht. Sie sollten sowas nicht anziehen. Oh, der Zirkus. Im Zirkus werden die Tiere geliebt und es geht ihnen gut. Die Tiere werden gut behandelt im Zirkus. Tiere sind besser als Menschen. Zirkus ist schön. Der Zirkus lehrt, er ist lustig. Die Menschen haben Freude und die Kinder strahlen. Es gibt Clowns, Jongleure, Reiter. Viele Nummern, die Kindern gefallen. Die Kinder haben Spaß, aber jetzt machen sie andere Sachen, weil es andere Vergnügungen gibt. Der Zirkus ist der Zirkus. Er gefällt allen. Ich würde zum Zirkus zurückkehren, weil der Zirkus mir sehr gefällt. Ich hoffe, dass der Zirkus wieder neu auflebt. Si sa, noi del Sud, parliamo a voce alta. Si sa, noi del Sud, facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del Sud, leggiamo libri a stento. Si sa, noi del Sud, collezioniamo caffè a scrocco. Imbattibili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle comari. Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo. Porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della verità. Io sono Medini Lucia. Ich bin Medini Lucia, geboren in Modena am 12. April 1935.